Als Belohnung dafür, dass du die verräterischen Absichten Lerions ans Licht gebracht hast, gedenkt König Edmund, dir den dritten Teil des Anwesens des ehemaligen Aldermanns zu übertragen. Doch zuerst müssen Vereinbarungen über den Verbleib von Lerions Töchtern getroffen werden. Sie wären schlechte Gemahlinnen für die Titane von East Angla. Aber Vereinigungen mit Mercia und Westsaxe könnten sich als nützlich erweisen. So. Meine Treue ist vollkommen, alter Freund. Du wirst die Männer bekommen, um die du batest und mehr. Jedoch nur, wenn du versichern kannst, dass die versprochene Hilfe von Ella von Nordhümpre wahrhaftig kommen wird. Wenn er deinen Anspruch auf Mercia unterstützt, tue ich es auch. Doch ich brauche Beweise, du musst es schwören. Schwöre auf das Heilige Kreuz und fege die Gerüchte beiseite, dass du der Blutmagie anhängst. Dann hörst du innerhalb einer Woche nach der Christmesse Füße und Hufe zu deiner Unterstützung aufmarschieren. So Gott will, werden Mercia und East Angla vereint und die Wuffingers herrschen wieder. So, so. Diese Statue hat drei große Schlitze. Ah ja, das wissen wir. Des Lerion und dem Verschwinden seiner drei Töchter gab es keine Bewegung auf dem Anwesen des Verstorbenen. Nur Ratten und Ungeziefer leben dort noch. Meine Männer und ich haben die Umgebung teilweise abgesucht. Wir fanden viele verstörende Anzeichen dafür, dass unser verstorbener Aldermann Lerion kein Christ war, sondern tief verwurzelt im fehlgeleiteten Aberglauben seiner Ahnen und deren falsche Götter. Wenn ich die Familiengruft betreten könnte, könnte ich mehr über Lerions Blasphemie und seine Absichten erfahren. Jedoch versperrt eine grässliche Statue den Eingang und der Ort ist von einem erstickenden Miasma erfüllt. Ohne einen Priester wage ich es nicht, ihn zu betreten. Ich bete, dass du mehr Erfolg haben magst als ich, dann Edelstan. Oh, ich kann mir die Namen nicht klar. Ein Opal, an dem sind vor uns ganz geschmeidig vorbeigerannt. Geht's auch nicht weiter? Thank you.
Ech, du Scheißendreck. Was ist denn das? Veredeln sich die Locations. Alarm! Axtfähigkeit. Oswald war ein Tarnofox, ein Edelmann, der unter dem König East Anglias, East Angla diente, sowie als später Baron und Earlstaten. Nach einiger Überzeugungsarbeit bot er sich als nächster König East Anglias an, was ein gewagter Schachzug war. Angesichts der Tatsache, dass die Nordleute die letzten paar Könige zu Nadelkissen gemacht hatten. Oswald ist ein ernster und ehrlicher Mann, ideal dafür, vom Kelch der Macht zu trinken. Ohne sich zu berauschen. Wer Finn ansieht, fragt sich schnell, was Halfdan sich wohl bei der Entscheidung gedacht hat, das Schicksal East Anglias in die Hände dieses alten und abgehalfterten Mannes zu legen. Als lang leidender Statthalter eines Landes, in dem es unmöglich scheint, einen König längerfristig auf dem Thron zu halten, wirkt er zuweilen etwas verwirrt und verloren, gibt aber niemals auf. Schön, schön. Gehen wir mal kicken, was da ist. Schlecht, Gift. Ja, kotz dich aus und beweg dich. Ey, ich hab doch gerade die Taste gedrückt. Ich hatte gerade die Heiltaste. Hier stimmt etwas nicht.
Das ist ein Fluch. Abgesetzt. Bescheuert. Bescheuert! Jetzt bin ich wieder darüber. Mann, 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 Mann. Wo bin ich? Hier drüben, okay. Ach, ich wollte ja eigentlich hier hin, ne? Genau, dahin wollte ich eigentlich. Dann musste ich aber kurz pausieren und dann stellte sich raus, ich musste ein bisschen länger pausieren und da bin ich dann erstmal raus aus dem Spiel. Und tja, da war der letzte Speicherpunkt natürlich ein bisschen blöd gesetzt. Offen gestanden weiß ich jetzt gar nicht, ob man überhaupt noch selber speichern kann. Wahrscheinlich schon, aber habe ich mich offen gestanden und war damit befasst. Ich glaube, hier sind wir nicht gern gesehen.
Schauen wir mal. Sonst gibt's halt ein kleines Gemetzel. Ganz kleines. Winziges. Höhleneingang. Wahrscheinlich. Weil das grün ist. Hallo, Frau Heim. Dieser Ort wird gut bewacht. Macht nix. Oh, da gibt's ja einiges zu tun. Aha, da haben wir schon den ersten Schatz. Hier sind wir schon mal richtig. Hoppala, da ging der Helm fliegen. Oh, da schreit jemand um Hilfe. Geil. Die Schlacht.
Schwertträger. Gleich. Hier drüben! Oh Himmel! Hilfe! Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Bitte. Halt! Nein, 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 nein! Hier drüben! Hilfe! Hilfe! Ja, doch, ich komm ja. Das nennt ihr eine Zelle? Nein, nein, es ist ein Fenster in eine andere Welt, in die Wahrheit, zu einem Ort, der Gottes Gesetze beugt und übersteigt. Er spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe, aber ich höre. Und oh, wie ich höre, haarige Beine knacken und Fliegensohren unter Seite. Hörst du, kannst du es auch hören? Vernimmst du das böse Geflüster der Spinnen, der Dürren? Borstigen Spinnen, deren wirre Netze mir Dinge verraten. Ekelhaft. Ich hasse Spinnen. Adam! Rennen und packen! Rennen und Achso! Das ist die zweite Stufe davon. Okay, alles klar. Wieder ein Hunde. Mein Lämmer! Nee, will ich den gar nicht. Da bin ich runtergekommen. Ach da. Das ist immer so finster. Zum Ruhm! Asgard kann warten! Hoppala! Scheiße! Hört mir! Mein Gott, ja, so ist doch klar! Mein Gott, ist doch klar! Eigentlich waren wir doch wegen was anderem. Dass es hier noch weiter hochgeht, ist doch kein Zufall. Da wollten wir noch hin. Wollten wir das? Scheiße. Ich dachte, da springe ich ins Wasser, aber bin ich jetzt? Okay. Hey, Moment! Meine Zeit!
Zeit ist um! Blut! Oh, geiler Move. Hä, hat's das jetzt nicht abgespeichert? Ach, das ist jetzt nur euer Ernst. Was soll denn bescheuert, ey? In den Rücken. Du hast es so gewollt. Kein. Genug Alter. Ach, ich bin dir sehr dankbar.
Was? Plus 11 Plus 11 Gesundheit. Na. Nee. Ihr macht mich fertig.